This is Lucky Inc. Media. Willkommen zur fünften Folge von You Better Believe It, dem Podcast für alle, die sich ohne Scheuklappen mit Religion, Glaube und Sinn im Leben beschäftigen wollen. Unser Podcast ist angedockt an unser Magazin Enough. Das findet ihr auf enough-magazin.de. Ja, ein bisschen hat es gedauert, bis wir diese Folge im Kasten hatten, die gleichzeitig weitermacht in unserer Serie Forever Rules, die 10 Gebote. Und zwar geht's heute, ja, kann man schon sagen, ans Eingemachte. Es gibt schließlich kaum eine Gottesregel, die so moralisch einleuchtend klingt und dann doch so viele schlaflose Nächte und auch die ein oder andere Zwistigkeit auslöst, wie du sollst Vater und Mutter ehren. Im fünften Buch Mose hört sich das dann ungefähr so an: Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Diesen Originaltext und weitere Infos rund um diese Folge findet ihr, wie gesagt, dann auch im Internet auf enough-magazin.de/podcast. Und wer sich mit diesem Gebot beschäftigt oder mit der Message dahinter, der stolpert schon über das Ehren, weil was soll denn das genau heißen? Auf Händen tragen und nie ein Widerwort, oder geht es da irgendwie auch um eine Gegenseitigkeit? Also verpflichten sich indirekt auch Eltern auf eine bestimmte Weise mit ihrem Nachwuchs umzugehen. Ein schönes Buch übrigens hat geschrieben Barbara Bleisch, dessen Titel ja so ein bisschen auch beschreibt, wie schwierig dieses Verhältnis zu den eigenen Eltern immer wieder ist. Das Buch heißt Warum wir unseren Eltern nichts schulden. Doch nicht mit Barbara Bleisch sprechen wir in dieser Folge, sondern mit Michael Bort. Er ist Jesuit, Autor und Professor an der Münchner Hochschule für Philosophie und gleichzeitig auch Vorstand des Instituts für Philosophie und Leadership, IPL, das Führungskräfte und Unternehmen, zum Beispiel von BMW, in ethischen wie persönlich existenziellen Fragen schult und berät. Wir sprechen also gleich mit ihm über das vierte Gebot und seine schwierige Umsetzung im Beziehungsalltag. Noch ein bisschen mehr zu Michael Bort, der sich dann allerdings auch wie alle unsere Interviewgäste gleich zu Beginn des Gespräches bei euch noch einmal in eigenen Worten vorstellt. So ein bisschen auf mein Radar für das vierte Gebot und einen bisschen anderen Blick als einen rein kirchlich-religiösen darauf, ist Michael Bort durch den Aufsatz Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, vom Mut zum selbstbestimmten Leben erschienen, ist so dieses 90 bis knapp 100 Seiten starke diese Auseinandersetzung im Elisabeth Sandmann Verlag. Und Michael Bort nähert sich darin der Frage, wie wir mit Außenerwartungen umgehen und wie man seiner eigenen inneren Stimme folgt. Und hier noch ein paar weitere Infos aus dem Klappentext des Verlages. Was passiert, wenn man erkennt, dass die Vorstellungen, die andere sich von uns machen, nicht mehr zu uns selbst passen? Vorstellungen, die unsere Freunde, unsere Partner, unsere Kinder oder unsere Eltern von uns haben und die uns bei aller Freundschaft und Liebe auch festlegen und manchmal fremdbestimmen. Wie findet man zu seinem eigenen Leben, seiner eigenen Stimme? Wie enttäuscht man Erwartungen, um selbstbestimmt leben zu können? Was lernt man aus den eigenen Enttäuschungen von anderen Menschen, vielleicht auch vom Leben, aber auch von uns selbst? Fragen, denen Michael Bort in diesem klugen, kurzen Essay nachspürt. Statt gut gemeinter Ratschläge schlägt er eine neue, befreiende Sicht auf Enttäuschungen vor, die gewohnte Denkmuster auf den Kopf stellt und den Blick
frei macht für die Schönheit und die Verletzbarkeit des eigenen Lebens. Wie gesagt, dazu gleich noch ganz viel mehr mit dem Philosophieprofessor Michael Bort. Und außerdem in Episode 5 von You Better Believe It, Sängerin Kathy Kelly über den Grundsatz, Vater und Mutter zu ehren. Wie versteht sie dieses vierte Gebot? Was verdankt sie ihrem Vater und ihrer Mutter? Welche Krisen muss in ihren Augen diese Beziehung überstehen? Und wie gelingt ein gesundes Verhältnis zwischen den Generationen? Das, wie gesagt, besprechen wir am Schluss noch kurz mit Kathy Kelly, die wir im Rahmen ihrer aktuell laufenden Tour gesprochen haben, die nicht ganz optimale Tonqualität dieses Gesprächs am Schluss des Podcasts bitten wir zu entschuldigen. Ich glaube aber trotzdem, dass rüberkommt, was Kathy Kelly zu diesem Thema denkt und hoffen, dass ihr da für euch etwas rauszieht. Das und mehr in diesem Podcast. Nochmal der Link für weitere Informationen zu beiden Gästen, Professor Michael Bort und Kathy Kelly, auf enough-magazin.de/podcast. Und natürlich hört auch gerne in die ersten Folgen unserer Reihe Forever Rules, die 10 Gebote rein, die wir dann ganz bald mit dem 5. Gebot fortsetzen. Auch dort erwartet euch ein besonderer Gesprächspartner. Und vielleicht noch zu den Songs in unserem Podcast. Der Intro-Song You Better Believe It ist von der Band Vintage Trouble. Und das Theme unserer Serie Forever Rules habe ich zusammengeschnitten aus dem Song Calm the F Down von der Band Broke for Free. Und das Album heißt Slam Funk. Reingemixt sind Zitate aus der englischen Originalfassung des Films Die 10 Gebote mit Charlton Heston als Moses von 1956. Das wurde damals gedreht für Paramount Pictures. So viel also zu diesen Credits. Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Spotify, auf iTunes, auf Stitcher, bei TuneIn, Castbox und vielen weiteren Podcatchern eurer Wahl. Wie gesagt, ganz bald neue Folgen unserer Serie Forever Rules. Doch jetzt erstmal eine Selbstvorstellung sozusagen von Professor Michael Bort von der Münchner Hochschule für Philosophie und vom Institut für Philosophie und Leadership. You are not worthy to receive these 10 commandments. We will not live by your commandments, we're free. There is no freedom without the law. He showed you no land flowing with milk and honey. I show you a god of gold. God has set before you this day his laws of life and good and death and evil. Mein Name ist Michael Bort. Ich bin 58 Jahre alt. Mit 28 Jahren habe ich mich nach meinem Philosophiestudium entschlossen, in den Jesuitenorden einzutreten. Bin dann in Oxford promoviert worden. Mein Spezialgebiet war die antike Philosophie. Also ich habe über Platon, Aristoteles, die Stoiker geforscht und bin dann Professor an der Hochschule für Philosophie in München geworden. Die Hochschule für Philosophie in München ist eine der größten Institutionen, in denen man in Deutschland Philosophie studieren kann. Und ich vertrete dort die Fächer der antiken Philosophie, der philosophischen Anthropologie. Das klingt etwas kompliziert, aber da geht es im Grunde um die Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben? Wie werde ich glücklich? Wie werde ich zufrieden in dem, was ich tue? Was ist der Sinn des Lebens? Was bedeutet Sterben und Tod für uns? Dann vertrete ich das Fach Ästhetik mit dem Schwerpunkt auf Musikästhetik. Ich wollte nämlich früher Dirigent werden und Komponist werden, aber habe damit aufgehört mit diesem Wunsch, weil ich nach meiner Schule einen Zivildienst gemacht habe in einem Heim für Körper- und geistig behinderte Kinder. Und das hat mich doch sehr geprägt und ich hatte das Gefühl, nee, in meinem Leben muss ich doch was anderes anfangen, als jetzt irgendwie Musik für grundgelangweilte Bürger über 70 zu machen. Das war damals so meine Einstellung dazu. Und sicherlich auch eine Erfahrung, die mich dann in den Jesuitenorden hineingeführt hat.
2005 kam dann eine große biografische Wende, weil ich zum Präsidenten der Hochschule für Philosophie gewählt worden bin und damit aus der wissenschaftlichen Forschung rausgekommen bin. Und als ich als nach 6 Jahren diese Zeit als Präsident vorbei war, bei uns Jesuiten ist das so, dass man sozusagen Vorstandsvorsitzender 6 Jahre lang ist. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Regel. Habe ich das Institut für Philosophie und Leadership gegründet. Ja, und meine Hauptaufgabe jetzt ist, junge Erwachsene, viele Start-ups, Gründer, Söhne und Töchter von Familienunternehmen, aber auch das Top-Management von großen Konzernen, also zum Beispiel den Vorstand von BMW, von anderen großen Firmen, denen etwas weiterzugeben von dem, was mir im Leben wichtig ist, in einen Dialog mit ihnen einzutreten und sich die Frage zu stellen, wie kann man eigentlich in so doch ziemlich extremen Lebensformen, wie kann man da eigentlich wirklich so leben, dass man sein Leben bejaht und sich nicht nur als Hamster im Rad fühlt? Und aus dieser Begleitung mit Familienunternehmen ist dann dieses Buch Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, entstanden, über das wir ja sprechen wollen, weil ich doch den Eindruck hatte, dass die Frage, ob wir mit unseren Eltern versöhnt sind oder nicht versöhnt sind und wie die Dynamiken, die wir halt alle als Kinder unserer Eltern mitbekommen haben, in unserem späteren Leben als erwachsene Menschen eine Rolle spielen, dass das ganz zentral ist auch für die Frage, was ich, oder vielfach zentral ist für die Frage, was ich beruflich machen möchte, was mich eigentlich anzieht, was mich antreibt. Sie haben schon ein bisschen gesagt, warum Sie den Weg gewechselt haben, sozusagen von der Musik in die Philosophie, in einen Orden. Aber wo kam das her? Wo hatte das seine Quelle? Das fällt ja wahrscheinlich nicht jedem ein, der die Karriere oder den Wunsch wechselt. Wie ist das auch familiär bei Ihnen angelegt? Sind Sie im Glauben erzogen worden? Vielleicht so ein bisschen zu diesen zum Urquell sozusagen ihrer Religiosität? Also der Urquell der Religiosität ist sicher irgendwie der Kindheit. Meine Mutter ist katholisch, mein Vater war damals evangelisch, als ich Kind war. Und wir sind als Kinder halt mit der Mutter dann sonntags in die Kirche gegangen. Ich habe so eine typische katholische Sozialisation gehabt, also mit Kommunion und Firmung. Und danach geht man nicht mehr in die Kirche. Und das, also mein Elternhaus würde ich jetzt nicht als besonders religiös bezeichnen. Also wir haben zum Beispiel nie gemeinsam gebetet oder Tischgebete gemacht und es gab eigentlich nicht eine religiöse Kultur oder katholische Kultur. Und ich bin in Hamburg groß geworden und Hamburg ist ja für Katholiken eine Diaspora und das bringt es auch mit sich, dass in einer Diaspora-Situation der Glaube manchmal ziemlich eng werden kann. Das heißt, dass die Grenzen dessen, was irgendwie jetzt richtig und was falsch ist, sehr eng gezogen worden sind. Und da habe ich mich dann sehr schnell, als ich in die Pubertät kam, natürlich auch nicht mehr so wohl gefühlt und habe das eigentlich alles abgeschrieben und bin dann eigentlich Anfang 20 über einen Freund von mir in eine charismatische Gemeinschaft mal mitgenommen worden. Da gab es in Hamburg relativ viele freikirchliche Gemeinschaften. Und das hat mich sehr bewegt und da war ich irgendwie 2, 3 Mal drin und habe dann tatsächlich so eine Bekehrungserfahrung gemacht. Das heißt, mir ist wie einem auf einen anderen Augenblick deutlich geworden, ja, es gibt Gott und du bist von Gott gehalten und egal was dir im Leben zustößt, dir wird nie etwas passieren können. Und das hat viele Jahre gedauert, bis ich mit dieser Erfahrung, die tatsächlich also irgendwie eine Umsturzerfahrung war, bis ich die irgendwie eingeholt habe, weil ich konnte mit der erstmal überhaupt nichts anfangen, also ich natürlich sehr viel anfangen, aber auf der anderen Seite überhaupt nichts anfangen, weil ich überhaupt nicht wusste, was heißt denn das jetzt für mein Leben, weil ich mich sehr schnell auch entfremdet hatte, also innerhalb von 2, 3 Wochen von dieser charismatischen Gemeinschaft und das Gefühl hatte, auch das ist mir viel zu eng, die Kultur, in der die leben. Und habe dann sehr viele verschiedene Schritte und Versuche gemacht, irgendwie, wo passe ich eigentlich hin? Unter anderem wollte ich in die Gemeinschaft von Taizé eintreten damals. Dann habe ich viel meditiert, habe bei Jesuiten an der Hochschule für Philosophie studiert und bin dann im Grunde, ja, nach 7, 8 Jahren im Grunde, habe ich dann die Entscheidung gefällt, mal zu schauen, ob
im Jesuitenorden nicht eine Heimat für mich ist, wo ich dieser Gotteserfahrung gerecht werden kann, dieser, man könnte sagen, mystischen Erfahrung, mit der ich mich dann auch an meinem Studium ziemlich viel beschäftigt habe. Und ich fand das sehr interessant. Es gibt sehr interessante Untersuchungen darüber. Ich habe dann gemerkt, ich bin absolut nicht der Einzige, solche Erfahrungen widerfahren, ja. Und wie andere Leute damit fertig werden. William James, Die Vielfalt der religiösen Erfahrungen, war da ein sehr wichtiges Buch für mich. William James ist amerikanischer Pragmatiker. Und so habe ich gemerkt, irgendwie, was diese Erfahrung eigentlich heißt und wie man ihr gerecht wird. Und jetzt ist es ja so, dass meine spirituelle Praxis so aussieht, dass ich meditiere, dass ich kontemplative Meditation übe. Ein wichtiges Element auch in allen Kursen für Gründer, Start-upler und für die Wirtschaft, die wir geben. Die sehr nah an der Meditation im Zen-Buddhismus ist oder an der Mindfulness-Meditation, die ja vom Buddhismus inspiriert ist. Und ich empfinde diese Art irgendwie des Schweigens, der Tiefe, der Stille, eine sehr gute Antwort auf die ganz andere, kulturell ganz anders vermittelte Erfahrung, die ich in so einer charismatischen Gemeinde mit viel Gesang und mit viel Happy Clapping und Halleluja da gemacht habe. Ich muss noch mal ganz neugierig nachfragen. Dieser Erweckungsmoment, wo hat der Sie ereilt? Im Supermarkt, im Bus? Also wie muss man Nee, nee, sich das war mitten in so einem Gottesdienst. am richtigen, an einem sehr dafür geeigneten Platz sozusagen gefasst? Ja, genau, an einem geeigneten Platz, sozusagen, es war im Gottesdienst. Aber was dann so schwierig war, dass ich den Eindruck hatte, die Art und Weise, wie die miteinander umgehen, das gefällt mir überhaupt nicht. Und wie die über andere Dinge im Leben denken, wie die über Politik denken oder über Kultur denken, das passt mir überhaupt nicht. Ich wollte damals ja, ich hatte mich für moderne, klassische Musik interessiert, habe da komponiert und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Also ich kann da nicht andocken. Und von daher war das auch keine Heimat für mich. Und das war dann sozusagen zwischen 20 und 30 war das eine nicht ganz leichte Zeit. Zwei Fragen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, die wir jedem Interviewpartner stellen. Eine Situation in Ihrem Leben, die Sie am Glauben wirklich zweifeln ließen, die Sie so in diese sprichwörtlichen Knie gezwungen haben, bitte. Das gibt es tatsächlich nicht. Und es fällt mir auch schwer, das nachzuvollziehen, wenn Menschen das sagen. Und zwar deswegen, weil ich hatte immer das Gefühl, also wenn mir das alles ganz fremd wird, ist das nicht das Problem von Gott, sondern ist das irgendwie mein Problem. Meine Wahrnehmung, Problem meiner Wahrnehmung. Aber ich habe also durch diese Erfahrung, die so fundamental für mein Leben war, bin ich tatsächlich nie in die Situation gekommen, dass ich das Gefühl habe, ich zweifle an Gott. Sondern ich zweifle höchstens daran, dass das, wie ich bisher Gott gesehen habe, richtig ist oder dass ich neue Aspekte von Gott erleben werde. Aber ich habe das nie, nie, also das gibt es tatsächlich nicht. Ist ja nichts Schlechtes. Also wenn diese Grundfeste so durch alle Höhen und Tiefen da geblieben ist, so dieses Fundament, dieses Felsene, ist doch toll. Ja, aber kann natürlich auch ziemlich schwierig werden, weil wenn man das Gefühl hat, also gerade in so einer Erweckungsbewegung ist halt auch eine extrem emotionale Sache und aufwühlend. Und nach üblicherweise, nach so einigen Jahren, das ist sozusagen auch wissenschaftlich erforscht, ist das so, dass das alles weg ist, ja. Und dann hat man natürlich das Gefühl, irgendwie, man spürt nichts mehr, man erlebt nichts mehr, Bibel ist tödlich langweilig, alle Zugänge sind verbaut, aber das hat nie die Erfahrung und die Tatsache in Frage gestellt, dass es Gott gibt, sondern das Gefühl, man selber macht irgendwas falsch. Und das ist natürlich auch dann also auch nicht so ganz einfach, damit umzugehen, ja. Und die Kehrseite nochmal gefragt, wann fühlen Sie sich besonders bestärkt oder aufgehoben durch oder in Ihrem Glauben? Ja, eigentlich so in meinem Alltag, in dem, was ich tue und lebe und das ist eigentlich was mich begleitet. Also was natürlich ganz wichtig ist, ja, andauernd. Ja, ich finde das gibt jetzt nicht so, dass ich den Eindruck, dass ich habe, jetzt gibt es irgendwie
Highlights, die ich festmachen könnte oder so. Ja, also ich stehe in der Yoga-Praxis, ich meditiere und das ist natürlich auch nochmal wichtig irgendwie für die Wahrnehmung und Sensibilität dessen, worum es in der Spiritualität geht. Aber es ist nicht so, dass es da so ein Auf und Ab geht oder ich habe das Gefühl, Gott, weil ich keinen Parkplatz finde, liebt mich Gott jetzt nicht mehr und weil jetzt zufällig irgendwie meine Lieblingsmusik gespielt wird im Radio, das ist jetzt der Gruß Gottes an mich und so weiter. Also so ist das halt nicht, sondern auch wenn es mühsam ist und alltäglich ist und ist das doch dieses Grundgefühl, ja, es ist gut, es ist richtig, ja. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Gut, über das soll gibt es ja je nach Lesart und welchen Urtext man zugrunde legt, unterschiedliche, also ob das wirklich so deskriptiv und befehlstonartig war, sei jetzt mal dahingestellt. Trotzdem ist es ja eine gewisse Aufforderung, die Altvorderen, die einen ins Leben gebracht haben, vielleicht nicht am Wegesrand zurückzulassen, wenn man dann selber so richtig durchstartet. Mal so von ganz vorne gefragt, was ist für Sie persönlich die Bedeutung dieser in Anführungszeichen Vorschrift? Also die Anführungszeichen sind wichtig. Ich möchte jetzt, müssen nicht drüber reden, sozusagen, dass das jetzt also wahrscheinlich nicht präskriptiv gemeint ist und so weiter. Das haben Sie ja schon angedeutet. Also ich glaube erstmal, dass die Eltern zu ehren, sich deutlich zu machen, dass die Eltern einem etwas geschenkt haben, nämlich das eigene Leben und dass man das eigene Leben den Eltern verdankt. Ohne die Eltern, das ist irgendwie ganz trivial, gäbe es uns nicht, ja, gäbe es auch keinen der Hörerinnen und Hörer. Die sind dadurch da, dass uns die Eltern zur Welt gebracht haben. Es gibt einen schönen Satz, die Geburt eines Kindes ist der Tod der Eltern. Oder mit der Geburt eines Kindes beginnt der Tod der Eltern. Und das finde ich irgendwie einen ganz interessanten Satz, weil umgekehrt als Eltern jetzt ein Kind zur Welt zu bringen, heißt eben nicht, dass ihnen jetzt etwas gegeben worden ist, was sie als ein Besitz, als eine Art Lebensversicherung, als Sinnerfüllung für sich selbst in Anspruch nehmen können, sondern Eltern sein heißt, sich dieser schwierigen Aufgabe zu unterziehen, auch das Kind immer wieder freizugeben. Das ist im Grunde oft ein Weg in die Ohnmacht hinein, nachdem man am Anfang als Eltern extrem mächtig ist, weil das Kind völlig von einem abhängt, ja. Man das Kind prägt, das Kind erzieht, dem Kind alles mitgibt, was einem selbst wichtig im Leben ist. Und dann merkt man, wenn das Kind dann älter wird, dass sich das Kind immer mehr löst unter Umständen von dem, was man ihm mitgeben wollte. Und diesen Prozess in die Selbstständigkeit des Kindes hinein, in die Autonomie des Kindes hinein, diesen Prozess zu begleiten, ist schwierig für Eltern und ein Prozess des Loslassens und auch der Ohnmacht, die man da erfährt. Aus Ihrer Sicht, ist es gut, wenn man so sagt, hört man ja oft, ne, meine Mutter ist meine beste Freundin oder der Vater wird so ein Teil des, im besten Fall, ja, des Freundeskreises. Und Sie haben ja über Macht und Ohnmacht, also dieses ja nicht ganz gleiche Verhältnis schon gesprochen. Ist also da teilweise dieses Problematische auch begründet? Weil es gibt wahrscheinlich niemanden, der sagt, auch mit meinen Eltern ist eigentlich immer alles super. Das war als Kind so und das ist bis, was weiß ich, jetzt mit 40, 50, wir verstehen uns super, es ist alles toll. Was überfrachtet diese Beziehung so und wo liegen da vielleicht aus Ihrer Sicht Ursachen? Also es gibt nach wie vor Leute, die mir weismachen wollen in den Kursen, also ihre Eltern sind absolut perfekt, ja. Wo man nur sagen kann, um Gottes Willen, sie arme, ja. Also perfekte Eltern zu haben, das muss ja furchtbar sein. Dann dürfen sie sich ja keinen Fehler erlauben. Und das ist ja auch Unsinn. Also ich meine, kein Mensch ist perfekt und genau. Ich glaube, dass dieses Phänomen, die Mutter ist meine beste Freundin, der Vater ist meine beste Freund oder sowas, das gibt es tatsächlich. Aber auch da muss man nochmal genauer schauen, wer Interesse daran hat, dass so eine Beziehung so gesehen wird. Ich glaube, wenn
Töchter und wenn Söhne länger darüber nachdenken und sich auch auseinandersetzen mit der Thematik, dass da das so ein Bild ziemlich schnell Risse bekommt, dass es oft die Mutter ist, die ein Interesse daran hat oder der Vater, der Interesse daran hat, also der beste Freund oder die beste Freundin der Tochter oder des Sohnes zu sein. Ich glaube allerdings, dass auch ein Problem tatsächlich momentan dahinter ist, und zwar, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder häufig so erziehen, indem sie ihnen den Eindruck geben, also alles, was der Sohn und die Tochter macht, ist super. Ja? Und das sind die Besten und die Tollsten und die Intelligentesten. Und wenn die Schulnoten nicht so gut sind, dann sind es ist die Schule oder die schlechten Lehrer, die daran schuld sind und die die Genialität der Sohnes oder der Tochter gar nicht so erkennen. Ja? Man spricht ja auch von Helikoptereltern in diesem Zusammenhang. Und jetzt ist es so, wenn dann jetzt die junge Frau, der junge Mann, wenn die ins Leben entlassen werden, in den Arbeitsmarkt reinkommen, und dann auf Leute treffen, die sagen, das ist gar nicht so toll, was du machst, ja, dann fallen die auf einmal in eine Realität hinein, auf die sie gar nicht vorbereitet sind, weil sie halt im Grunde daheim im Elternhaus immer mitbekommen, wie super sie sind. Und da kann dann tatsächlich der Reflex eintreten, dass die Kinder sich nicht von den Eltern lösen wollen, weil daheim sie die Anerkennung kriegen, die sie brauchen, obwohl sie selber spüren, dass das vielleicht gar nicht so toll ist, was sie machen und sie sich mit der Realität, auf die sie außerhalb der Familie treffen, auseinandersetzen müssten. Aber davor haben sie dann Angst und Sorgen. Und deswegen sozusagen bleiben die lieber im Umfeld der Familie, weil da kriegen sie die Anerkennung, die sie brauchen, und außerhalb nicht. Macht Sinn, habe ich noch nie so gesehen, aber macht total Sinn. Und ich habe noch zwei Fragen zu diesem Komplex. Und zwar, Sie haben ja schon gesagt, Sie beraten auch gerade diese Übergangsprozesse in mittelständischen Unternehmen zum Beispiel, also wo so diese Generationenübergänge auch passieren oder Start-Upper, die ja quasi ja schon noch dabei sind, sich so ganz frei zu schwimmen, auch beruflich. Was sind da so ganz konkrete Tipps für das Verhältnis einerseits des erwachsen werdenden Kindes, das sich von solchen Sachen wie Mama hat gesagt, ich bin der Tollste, lösen müssen, weil sie mit der Realität konfrontiert werden. Auf der anderen Seite auch, dass man in Kontakt bleibt mit Eltern, wenn es vielleicht gerade kriselt oder so. Was sind da so konkrete Tipps, die Sie Ihren Studenten oder Menschen, die Sie beraten, mitgeben? Also der konkrete Tipp ist einfach, möglichst realistisch zu schauen, wie das Verhältnis zu den Eltern ist und sich möglichst ehrlich, weil das ist eine gute Grundlage, finde ich, ja, für jede Art von Beziehung, sich möglichst ehrlich, Rechenschaft davor abzugeben, wie die Beziehung ist. Also in den Kursen, die wir geben für junge Gründer und Start-upler, Familienunternehmen, sind so als eine Frage, mit der wir meistens einsteigen, ist irgendwie so jetzt mal anders beschrieben, also welche Menschen sind euch im Leben eigentlich wichtig und welche tragen euch? Und so eine Standardantwort sind die Eltern. Und am zweiten Tag geht es dann darum, was wäre in eurem Leben besser nicht passiert, wo seid ihr verletzt worden? Und da zur großen Überraschung der Leute ist dann auch oft die Standardantwort die Eltern, ja. Und dann merken sie im Grunde, wie schwierig dieses Elternverhältnis ist. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu schauen für junge Menschen, wie sich ihre eigene Vorstellung davon, was sie später mal machen wollen, aus dieser Elternbeziehung entwickelt. Also wie das Bild ihres eigenen Lebens eigentlich zusammenhängt mit dem, was sie von den Eltern mitbekommen haben, weil die tatsächlich ja im Grunde unser inneres Leben auch prägen, unsere Sehnsüchte mitgeprägt haben durch die ganzen Erfahrungen, die wir in der Kindheit mit ihnen hatten. Also, und das kann eben sowohl positiv als auch negativ sein. Also zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Start-uplern erleben wir doch überdurchschnittlich häufig, dass eine Motivation, ein Start-up zu gründen, ist, sich von den Eltern lossagen zu wollen und eine Ersatzfamilie zu gründen. Also die wollen im Grunde nicht ein Unternehmen gründen und was Tolles auf die Beine stellen, sondern die suchen
in der Gründung eines Startups die Intensität, eine Beziehung, wo sie jetzt nicht Familienmodelle replizieren müssen. Also die wollen jetzt nicht heiraten und Kinder kriegen, wie ihre Eltern das gemacht haben, sondern die wollen, denken, sie machen was völlig anderes und beuten sich selber aus und basteln Tag und Nacht an irgendeiner neuen App, von der unklar ist, ob die irgendjemand braucht. Aber die Dynamik daher kommt im Grunde aus einer Abwehr der Eltern. Also das, was die ganze Sache speist, die Energie, ist eine negative Energie. Um Gottes Willen, ich will es nicht so machen, wie ich es wie daheim. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. So möchte ich nie leben. Und damit ist man natürlich in dem Muster gefangen. Das heißt, man ist so, die Entscheidung ist aber nicht frei, sondern man sagt nur nein. Und das hilft halt überhaupt nicht weiter, ja. Ja, das ist immer eine ganz spannende Perspektive, die Sie da durch Ihre Arbeit kriegen. Dann muss ich als letzte Frage noch ein bisschen neugieriger sein und Sie fragen, wo Sie sich so viel mit diesen Dynamiken und diesem Thema beschäftigt haben. Wie war oder ist das denn bei Ihren eigenen Eltern? Wo sind Sie da in diesem Prozess angelangt oder mittendrin oder zu welchem Schluss sind Sie da gekommen? Ich glaube, dass man wenn man anfängt, ein religiöses Leben und ein spirituelles Leben zu führen, man an der Frage nach den Eltern überhaupt nicht vorbeikommt. Und das, was ich wirklich sozusagen ganz zentral in der christlichen Botschaft finde, ist, dass wir, ist die Botschaft der Versöhnung. Ja. Frère Roger, der Gründer der Gemeinschaft von Thésée, hat das mal sehr schön ausgedrückt, mit versöhntem Herzen kämpfen, ja. Also kämpfen unter Umständen da, wo Dinge eben auch nicht gut sind, auch in der Elternbeziehung, aber das mit versöhntem Herzen tun. Und diese Versöhnung jetzt nicht als moralisches Gebot, ja, du musst jetzt irgendwie dich versöhnen, das geht gar nicht, sondern Versöhnung passiert, wie wir in der Kar- und Osterliturgie auch feiern, in der Karwoche und Ostern, durch das Akzeptieren der eigenen Verletzungen und durch den Weg des Leidens auch hindurch. Und ich glaube, dass das hat bei mir auch stattgefunden, dass man irgendwie diese Dinge, die eben in jeder Familie, aber natürlich auch bei mir, in unserer Familie, nicht gut liefen, die mich verletzt haben als Kind, dass man diese Verletzungen anschaut, Gott hinhält und in sich ausheilen lässt. Ja? Das dauert. Also normalerweise, meine Erfahrung ist auch in der Begleitung, auch selber, man soll sich da mal so 10 Jahre geben, bevor man will. Ja, aber das ist wirklich, damit wirklich sozusagen, und dann, man lernt dann auch die Eltern anders zu sehen, ja, als Menschen mit Stärken und mit Schwächen, mit Sehnsüchten und mit Verletzungen, wie die sind. Und daraus kommt dann eine ganz andere versöhnte Beziehung, was jetzt nicht heißt, dass das nicht bei einzelnen Leuten auch dazu führen kann, dass man sagt, nee, also ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben, ja. Denn also die Eltern zu ehren, heißt nicht, den Wünschen der Eltern alles recht machen zu wollen und das zu tun, was die Eltern von einem wollen, sondern heißt, in einem freien Verhältnis ein Beziehungsangebot an die Eltern zu machen. Und wenn die das dann ablehnen, ist das, dann hat man das auch nicht mehr in der Hand. Gut, das glaube ich, hilft vielen, die zuhören. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, jeder hat mit diesem Thema zu tun, irgendwann in seinem Leben, hoffentlich nicht dauerhaft. Wer jetzt mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren möchte, auf die Bücher verweisen wir natürlich auf unserer Website enough-magazin.de in den Shownotes sozusagen zu dieser Folge. Wo erreicht man Sie sozusagen noch, wenn man vielleicht auch sich für einen ihrer Kurse interessiert und vielleicht gibt es ja auch ein Buch, an dem Sie gerade arbeiten, auf das wir uns thematisch freuen können. Das ist jetzt Ihr Moment sozusagen, für Ihre Arbeit zu werben. Also ich glaube, die Kunst, die Eltern zu enttäuschen und die Kunst, sich selbst zu verstehen, das ist ein großes, größeres Buch. Das sind, glaube ich, die wichtigsten gedanklichen Dinge. Und sonst, wenn Sie einfach einen Link, Weblink angeben, das ist das Beste. Das ist www. und dann HFPH, das ist Heinrich Friedrich Paula Heinrich.de/leadership. Arbeiten Sie an einem weiteren Buch, vielleicht auch über diese Leadership-Themen? Ja, über Macht.
Über Macht, okay. Wann können wir das ungefähr erwarten? Noch dieses Jahr? Ich glaube, Frühjahr nächsten Jahres wahrscheinlich. Da wünsche ich Ihnen da ganz viel Kraft. Ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Zeit auch ein, ja, ein weiteres brisantes Thema. Ja, das finde ich auch. Großartig. Danke für Ihre Zeit. Und jetzt zum Abschluss dieser Folge, wie vorhin angekündigt, einige Quotes, einige Zitate aus meinem Interview mit Kathy Kelly zum vierten Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und wir beginnen damit, dass Kathy Kelly kurz sagt, was das für sie bedeutet, dieses Gebot. Das bedeutet, dass man, das sind die Menschen, die ja das Leben gegeben haben, die einfach, es ist auch gut, dass man deinen Vater und deine Mutter ehrt, weil man möchte doch irgendwie später auch, dass deine eigenen Kinder dich ehren. Also es ist einfach wichtig für einen Menschen zu ehren, wovon man kommt. Man kommt auch von deinem Vater und deiner Mutter. Die geben dir das Leben, die geben dir die Chancen, die passen auf dich auf, dass du überlebst. Also es ist schon sehr wichtig, dass man ehrt, woher man kommt. Weiter geht's mit der Frage, was hat sie von beiden Elternteilen mitbekommen, wovon sie jetzt noch profitiert? Für meine Mutter habe ich einen unglaublichen Respekt und viel Liebe. Meine Mutter, die in Amerika lebt, ich habe eine andere Mutter als die anderen und ihre Liebe war abgöttlich meine Mutter, weil sie mir einfach sehr viele Sachen in die Wiege gegeben haben, die ich davon profitiere, sehr viel, was ich bin. Erkenne ich dann von meiner Mutter und das sind Geschenke, so Talent hat sie mir gegeben, vielleicht auch eine Art von positive Einstellung in das Leben, zu verzeihen. Mein Vater hat mir auch viele andere Talente, die Willenskraft gegeben, Kreativität. Also ich habe einfach viel bekommen von jedem von meinen Eltern und habe es versucht, die beiden Seiten so vereinsamen, dass sie in einen Weg, in eine Richtung gehen. Ja? Als nächstes habe ich Kathy Kelly gefragt, ob ihre Eltern sie auch mal genervt haben, so wie das bei Kindern und Jugendlichen eigentlich normal ist. Und das beantwortet sie und sagt weiter auch, warum sie glaubt, dass Krisen als Jugendlicher mit den Eltern sein müssen. Meine Eltern haben ja mir nie genervt. Also ich habe sie wahrscheinlich nie mehr genervt als ich. Ja, also, aber man merkt doch nicht als Kind, was man bekommt von einem Elternteil, sondern ich glaube, man merkt das schon später, weil man rückwirkend ein bisschen an die Sachen sieht. Ja. Als Kind lebst du an den Tag hinein und du denkst nicht, du lebst. Und das ist auch gut so. Ich habe keine Krise mit meinen Eltern gehabt. Also vielen Auseinandersetzungen haben wir mit Papa gemacht. Aber ich glaube, dass es ungesund wäre, wenn jemand nicht eine pubertierende Krise hat mit seinen Eltern. Das muss man haben. Also sonst wird man sich nicht selbst. Also du kannst einfach nicht nur rosig mit den Eltern umgehen. Man muss schon eine Krise mit seinen Eltern. Man sieht sich auseinander erstmal mit seinen Eltern und dann danach muss man sich auseinandersetzen in der Welt. Na, basierend auf einer Dokumentation im WDR habe ich Kathy Kelly dann noch gefragt, wie das eigentlich war, als sie nach dem frühen Tod der Mutter ihrer Geschwister, wir haben schon gehört, das war nicht ihre leibliche Mutter, als sie da die Mutterrolle so ein wenig mit übernommen hat, wie das für sie war. Also ich habe das gemacht. Ich habe das nicht machen müssen. Sondern ich habe mich in dem Moment entschieden, das zu tun. Und dann mit sehr viel Erfolg und gut gemacht. Für alle geht es sehr, sehr gut und mir auch dabei. Also ich musste nicht machen, ich habe das gemacht. Das ist der Unterschied. Dann natürlich die Nachfrage, ganz wichtig. Was hat sie gelernt als Ersatzmutter für ihre Geschwister und natürlich auch selbst als Mutter eines Sohnes. Wissen Sie was? Was ich gelernt habe, ist, dass man gar nicht lernen kann. Nein. Also ich habe ja einfach tun und dass jedes Kind anders ist. Und das hat mir auch mein Sohn beigebracht, dass
wenn du denkst, ja, ich habe so alle so viele Kinder großgezogen so und ja, bei einem Sohn muss ich nicht viel außer jeden Tag versuchen, dass das so rauskommt, ja. Also ich glaube nicht, dass es eine Schule gibt dafür. Also jedes Kind ist anders, ist man auch als Eltern dann anders drauf und man hat andere Zustände. Und jemand hat mich immer mal gesagt, ich glaube, das stimmt auch, jeder Elternteil tut sein Bestes, was er in seinen Möglichkeiten hat. Weil dein eigenes Kind, das ist ein Riesenstück von dir selbst. Mein Sohn ist sehr stolz auf mich und ich bin auch sehr stolz auf ihn, wie er seinen Weg beschreibt. Interessant fand ich dann auch Kathy Kellys Ansicht, dass nicht nur Eltern natürlich stolz auf ihre Kinder sind, sondern auch Kinder sich freuen, wenn die Eltern, wenn es denen gut geht, wenn die auf sich aufpassen und somit auch ein Vorbild sind. Ich glaube, das Beste, was du machen kannst für deine Kinder, ist denen zu zeigen, dass man auf sich selber gut aufpasst und denen ein Beispiel gibt, wie immer stolz, wenn du nicht happy, wenn die sehen, dann den Eltern geht's gut. Und last not least darf natürlich auch eine Frage zum aktuellen Album nicht fehlen. Und hier beschreibt Kathy Kelly ein Lied, was sie an ihren Vater erinnert und eine besondere Zeit. Alle Lieder bedeuten mir sehr viel, ja, aber eine von den Liedern, die ich am meisten sehr liebe, so. Das wäre schon sagt Columbina. Das bedeutet mir sehr viel. Weil es spricht über die Zeit, wo Papa mit mir im Theater und Ballett mir gezeigt hat, wo die Liebe dann gefördert hat in mein Leben für Kunst und so weiter. Und ja, die Liebe zur Heimat, ein Ort, wo man sich dann fallen lassen kann, ist nicht dominisch. Das sind beide hier, wo ich denke, wow, das bedeutet mir sehr viel. Das Leben ist ein Zirkus auch, das bedeutet mir sehr viel, weil es also auch beschreibt mein Leben, auch im Zusammenhang mit Zirkus Roncalli. Wer lacht, überlebt, ja, das ist schon ein Wahnsinns-Motto. Und ich denke, dass man durch das Leben sehr positive Einstellungen sollte und sehr viel lachen. Toll. Thanks for listening. Can't get enough? Visit our website at enough-magazine.de.